Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Vintage Story. Wir gucken mal, was wir jetzt in dieser Folge so ein bisschen machen. Ne? Ich habe einige Tipps von euch bekommen. Ein paar davon würde ich jetzt ganz gerne umsetzen schon mal und würde dann so langsam aber sicher auch mal gerne auf die Suche gehen nach mehr Erzen und sowas. Ne? Das müssen wir unbedingt machen, weil ansonsten sind wir bald out auf Kupfer. Und ja, lasst immer auf jeden Fall gerne weiterhin Tipps da, vor allem für die Erzsuche, weil ich habe das Gefühl, es könnte ansonsten ein bisschen länger gehen, aber vor allem für die Erzsuche lasst mir gerne Tipps da und ansonsten natürlich auch. Und über ein Like und ein Abo freue ich mich auch sehr, um meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Ne? Für euch ist es ein kostenloser Klick, mein Kanal unterstützt es allerdings sehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge Vintage Story. Und noch ein ganz kurzer Disclaimer zu dieser Folge. Ich habe leider beim Fixen von diesen OBS-Problemen, ne, die ich seit Fallout 4 irgendwie habe, warum auch immer, habe ich es geschafft, dass kein Spielesound aufgezeichnet wurde. Deswegen gibt es einfach die ganze Folge lang nur Musik. Bitte nicht wundern. Und aber ansonsten läuft ab der nächsten Folge wieder alles normal. Das Problem ist schon erkannt und wird zum nächsten Mal gebannt. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß, ne? Ich habe mal wieder einige Tipps von euch bekommen. Und einer davon lautet tatsächlich, dass wir mal ein bisschen häufiger in diese Basisressourcen gucken sollen, dass ich einfach ein bisschen mehr weiß, was wir so bauen können. Und das macht absolut Sinn. Warum auch immer, dass es gerade so ruckelt, aber egal. Und ich habe einen Tipp bekommen, den finde ich eigentlich mega cool, den würde ich direkt gerne sofort nutzen. So. Ah, guck mal. Viel besser, viel, viel, viel besser. Weil dann würde ich nämlich hier mal das Handwerkszeug mal so ein bisschen verteilen, ne? Dass es so einigermaßen irgendwo rumsteht. Aber warte, das braucht zwei blockhohe Wände. Dann stelle ich die vielleicht mal hier hin, ne? Das ist ja so im weitesten Sinne. Oh, warte, das ist der Geologenhammer, den würde ich gerne nehmen. Wo ist denn die Hacke? Haben wir eine Hacke gerade? Das ist der Geologenhammer. Spitzhacke haben wir auf jeden Fall. Die Axt packe ich mal neben die Tür. Hier so vielleicht. So. Das Messer behalten wir mal, weil da gehen wir nämlich direkt gleich nochmal weiter. Und genauso würde ich die beiden auch behalten, falls wir irgendwo irgendwelche Rohstoffe finden. Weil so langsam aber sicher würde ich nämlich gerne auch weitere, also mal wieder ein bisschen Rohstoffe holen gehen. Also sprich, vor allem Kupfer. So, das stelle ich mal da. Oh nein, das ist noch warm. Warum ist es noch warm? Oh nein, warum brennt denn das ist noch? Oh, blöd. Egal. Also die beiden nehme ich auf jeden Fall mit. Hier einmal die Spitzhacke, einmal die Dings, beziehungsweise... Eigentlich brauchen wir die Axt auch, ne? So, weil ich möchte jetzt nämlich gerne ein paar Setzlinge holen mit dem Messer. Wir können jetzt ja immer mal wieder Messer machen auf dem Weg. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall mal ein paar Setzlinge holen, dass wir einfach den Wald schneller vergrößern können sozusagen. Und dazu gehe ich mal ein bisschen durch die Gegend und vielleicht probiere ich auch mal den Geologenhammer aus. Wir brauchen theoretisch auch noch so einen Eimer. Auch da vielen, vielen Dank für die Tipps. Dass ich jetzt mittlerweile auch rausgefunden habe, wie man so einen Eimer baut. Also, aber rausgefunden, weil ich eure Kommentare gelesen habe. Deswegen vielen Dank an der Stelle für die ganzen Tipps und Tricks. Freut mich wirklich sehr. Bringt mich nämlich auch sehr weiter. Und deswegen gucken wir mal, dass wir da einfach ein bisschen vorankommen, um dann bestenfalls dann auch nicht mehr so viel gießen zu müssen und so weiter. Ne? Schauen wir einfach mal, wie es wird.
Okay, ich habe mir jetzt mal einiges an Zeit genommen, um hier ein bisschen drauf rumzuhauen. Und es ist tatsächlich auch ganz geil, ne? Also wir haben jetzt tatsächlich ganz, ganz viele Äste schon gefunden und immerhin 6 Eicheln, dass wir da... Was ist denn eine Wildrebe? Okay. 6 Eicheln, dass wir 6 neue Bäume pflanzen können. Das ist mega geil. Und das, obwohl wir nicht mal die Hälfte des Baums quasi abgebaut haben. Es dauert ein bisschen länger, das alles abzubauen, aber ich glaube, dafür kann man halt wirklich auch den Wald vergrößern. Deswegen ist es halt viel, viel nachhaltiger. Und Äste bekommt man halt auch deutlich, deutlich mehr. Weil ich habe ja auch immer so einen Astmangel irgendwie. Und deswegen freut es mich ehrlich gesagt gerade, dass ich diesen Astmangel beheben kann. Also unter anderem auch damit beheben kann natürlich, oder vor allem damit. Er ist wieder verbuggt, ne? Hallo? So. Na gut, jetzt bauen wir hier trotzdem noch ein bisschen was von diesem Baum hier vielleicht ab. Und dann gucken wir mal, dass wir erstmal noch ein paar neue Bäume pflanzen. Und ich weiß aber gar nicht, ob wir gerade überhaupt Holz holen sollten, weil wir haben ja, also das hier vielleicht schon, das da. Aber, oh, hier haben wir jetzt gar nichts bekommen, gar kein Setzling. Also das bisschen können wir schon holen. Aber ich glaube, so einen Riesenbaum brauchen wir erstmal nicht nochmal fällen, weil wir haben gerade, glaube ich, eh keinen Lagerplatz für einen Baum, ne? Also für Holz, meine ich. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Hier ist unsere Hütte. Das bedeutet, wir können hier auch ordentlich Bäume nochmal nachpflanzen. Ich weiß nicht, spielt es bei Bäumen auch eine Rolle, wie fruchtbar der Boden ist? Oder spielt es nur bei Dings eine Rolle? Bei Feldfrüchten. So, das hier noch. Pflanze ich erstmal hier so rund um diesen... Vielleicht mache ich hier noch ein bisschen frei. Kleiner Moment. So. Und so. Und dann können wir den dahin noch pflanzen. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal 6 Bäume gepflanzt. Richtig gut. Und das, obwohl wir nur einen gefällt haben, auch wenn wir einen gefällt haben, wo wir eben nichts bekommen haben. Aber dann wird der Wald dichter und kommt so langsam zu uns. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Okay. Und dann würde ich gerne mal gucken nach einem Eimer. Holzeimer. So, dazu brauchen wir Bretter und Flachsschnur. Ich glaube, da reicht aber auch erstmal einer, ne? Und wir dürften die Sachen sogar schon haben. Warte, wir haben hier, glaube ich, hier haben wir die Bretter. Und hier können wir auch die noch reinmachen. Die packe ich mal dahin. Wobei, ist eigentlich egal. Und die Stöcke vielleicht noch. So. Die Bretter brauchen wir. Das lege ich mal hier hin. Dann die Säge packe ich mal hier hin, wo dann auch die Axt hinkommt, ne? Aber dann muss ich, glaube ich, den Strauch ein bisschen weiter rüberbringen. So. Dass man die auch sieht, ne? Na gut, dann haben wir... brauche ich noch Flachs? Weil dann kriegen wir nämlich auf jeden Fall einen Eimer hin. Den packe ich wieder zurück. Das packe ich auch wieder zurück. Und dann würde ich gerne mal probieren, ob das so geht. Ist der voll? Jetzt ist er voll. Und jetzt kann ich hier... Nein, so nicht. Warte. So, ja, guck mal, perfekt. Also Shift gedrückt halten, das war der Way to be. Also das war das Wichtige. Weil dann machen wir hier nämlich noch ein paar Kanäle. Dass da bestenfalls die Erde direkt schon mal ein bisschen feuchter bleibt. So, und hier, und hier. Oh, ich hab voll die coole Idee. Warte mal. Nimm mal bitte die Schaufel, weil dann können wir theoretisch
jetzt hier einfach weiter buddeln. So, und so, und so. Und so. Und so, und so. Okay, das haben wir. Hier muss er noch nach hinten, ne? Also theoretisch können wir da noch hier direkt schon mal reingraben. Okay, okay, okay. Und hier werden wir wahrscheinlich immer gießen müssen, ne? Wir haben jetzt hier drei. Auf der anderen Seite. Also, pass auf. Meine Idee ist nämlich, dass wir jetzt hier quasi die Dämme rausholen. So. Und dann nochmal ein bisschen nachschütten. Irgendwo hat sich schon wieder so ein Tor geöffnet. So. Geht das? Ich glaube, das fließt trotzdem, ne? Es sieht auch ein bisschen organischer aus, ehrlich gesagt, als bei Minecraft, muss ich sagen. Danke nochmal für den Tipp mit dem Eimer. Ich glaube, der nimmt uns eine ganze Menge Arbeit ab hier. So. Ich mache das erstmal fix und dann zeige ich euch, was ich meinte, ne? Oh. Das ist natürlich genau beim Kohle-Dingens. Aber den können wir auch nochmal umziehen eigentlich. Weil ich finde es dann ganz geil, wenn hier das Wasser dann so rauskommt. Lass mal kurz schauen. Vielleicht können wir das noch ein kleines bisschen umbauen dann. Oder hier so Kanäle reingraben. So. Und dann müssen wir eigentlich theoretisch nochmal ganz kurz hier überall das reinpacken und dann nochmal wieder entfernen. Vielleicht hätte ich zuerst gucken sollen, was dahinter ist. Das war ein bisschen doof. Also, dann kommen hier die Kanäle raus. Was passiert, wenn ich das jetzt losmache? Na, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Und dann können wir nämlich hier nochmal einmal tiefer machen und dann hier auch ordentlich graben. Und da fließen dann eben quasi auch die anderen rein. Und dann hier in den Fluss. Aber wir müssen noch hier das Holz aufnehmen. Warte, wie geht denn das nochmal? Entferne 1, so. Das müssen wir aber anders lagern jetzt. So, hier kommen wir hoch. Oh, ich habe Hunger. Aber ich packe das jetzt erstmal ganz kurz noch hier hin. Ja, alles gut. Ich esse ja gleich was. Beeil dich. Nicht... Nein! Nicht schlafen. Sondern hier essen. Und dann direkt nochmal. Achso, warte. Hier, ne? Einmal. Zweimal. Und jetzt kann ich das aber auch hinzufügen, hoffe ich. Nee. Na, dann bringe ich es wieder hoch. Okay, aber dann sind wir wieder satt gegessen. Das ist schon mal ganz gut. Dann packe ich wieder hier drauf. Und dann müssen wir wieder gucken, dass wir demnächst wieder ein paar Eintöpfe machen können. Weil die Steckrüben eigentlich ganz gut aussehen. Die könnten wir demnächst mal ein bisschen ernten. Aber ich muss echt noch gucken, wie man so ernten kann, dass man vielleicht etwas mehr Samen bekommt, als man quasi eingezahlt hat. Also in Anführungsstrichen eingezahlt hat.
Weil das wäre schon irgendwie ganz schön, wenn wir dann so nach und nach auch mehr anpflanzen könnten. Kann ich das da? Okay. So. Okay, dann haben wir das Holz erstmal hier. Ich glaube, Kohle haben wir hier wahrscheinlich auch nochmal. Könnte ich mir vorstellen. Weil dann hole ich die nämlich natürlich auch. Okay, das geht nicht schneller mit der Spitzhacke. Vielleicht mit dem Messer? Nee. Ich glaube, einfach so. Dann baue ich mal noch die Kohle ab und dann kann ich hier ein bisschen das Gelände begradigen und sowas, ne, dass wir den Kohlemeiler woanders dann nochmal aufbauen. Vielleicht auch ein bisschen größeren dann. Wir haben ja gerade sehr, sehr viel Holz. Wobei, woanders müssen wir vielleicht gar nicht mal hin. Wir schauen einfach mal. Ich bastel mal ein bisschen. So langsam ist das Wetter nicht mal nur noch unangenehm, sondern es wird, glaube ich, auch gefährlich. Deswegen gehe ich lieber mal schlafen, kurz die Nacht über. Und dann kann ich euch aber am nächsten Morgen mal ganz kurz zeigen, was ich mir jetzt quasi gedacht hatte. Weil an sich muss der Dings ja nicht umziehen. Dieser Kohlemeiler muss ja nicht umziehen, aber ich habe ihn jetzt mal ein bisschen vergrößert. Und es macht ja auch Sinn bei einem Kohlemeiler. Also früher wurden ja waren ja Köhle auch immer in der Nähe vom Wasser. Einfach deswegen halt, weil man gesagt hat, okay, wenn es halt brennt und so, dann ist halt das Wasser direkt da, ne? Deswegen waren die meistens bei Flüssen oder in der Nähe von Seen oder sowas. Und deswegen kann es ja durchaus Sinn machen, wenn wir sagen, wir behalten hier den Kohlemeiler und bereiten den aber schon mal besser vor, sozusagen. Also einmal habe ich ihn vergrößert und dann würde ich ihn aber auch gerne besser vorbereitet haben. Dass man dann quasi hier reinsteigen kann. Das alles wird dann vollgemacht mit Holz. Und diese Blöcke packe ich jetzt mal einfach hier hin, so als Lagerplatz quasi. Und dann kann man vielleicht nebendran noch irgendwie so eine Art Bretterbude oder sowas bauen. Wir müssen aber mal noch gucken, dass wir hier auch ein bisschen wie so eine Art... Warte. So einen besseren Weg dahin auch bauen. So, das hier vielleicht abbauen. Na, warte. So. Und dann kann man hier so einen Block noch hin und dann vielleicht eine Treppe oder sowas dann da hochbauen. Dazu brauchen wir aber nochmal ein bisschen Erde. Wir haben schon ziemlich viel eingeebnet hier, ne? Das muss man echt sagen. Also eigentlich echt geil. Wir machen halt richtig Fortschritte. Und vielleicht können wir dann sogar noch in diese Richtung hier, wo ich jetzt gerade einebne, auch später noch ein bisschen ausbauen. Das wäre auch mega. Aber ich glaube, der nächste Schritt sollte wirklich sein, also wenn ich jetzt hier quasi noch ein bisschen fertig umstrukturiert habe, nenne ich es jetzt mal, dann sollten wir vielleicht schauen, dass wir noch mal ein bisschen Dingens wiederfinden. Ein bisschen Kupfer. So. Dann haben wir hier nämlich den Weg und kommen dann hier rein. Hier haben wir die gelagerte Erde. Das bedeutet aber auch, wir können hier eigentlich schon zumachen. Beziehungsweise nein, können wir nicht, weil hier kommt ja dann am Ende das Feuer drauf. Und das heißt, wir brauchen aber auch insgesamt 3 Dreckblöcke, die hier quasi einfach nur gelagert werden. Na gut, okay, dann haben wir das. Hier ist dann der Übergang. Die restlichen Blöcke kann ich ja hier nochmal hin verbauen.
dass wir hier eine etwas größere Fläche hinbekommen. So. Und ich weiß nicht, ob ich schon Holz reinpacken soll. Aber eigentlich schon, ne? Dann haben wir ein bisschen Kohle noch auf Vorrat. Wir haben gerade 49. Lass uns nochmal bitte schauen, kurz hier in die Kiste. Dann haben wir 45, dann packe ich das mal da mit dazu. Wir haben halt nicht unendlich viel Kohle, ne? Aber jetzt so langsam, aber sicher haben wir mal einen ordentlichen Vorrat. Wie sieht hier die Bodenfeuchte aus? 100%. Ja, wobei es regnet auch immer noch so ein bisschen, ne? Und hier direkt nebendran haben wir natürlich das... Wie nennt man das? Void-Tor? Oder wie nennen sich überhaupt die Stürme? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, das sind leeren Stürme, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. So. Wie sieht der Dinkel aus? Ja, okay. Wächst sehr langsam. Ein paar Steckrüben haben wir auf jeden Fall. Haben wir noch ein weiteres Tongefäß? Oder beziehungsweise wir können, glaube ich, das hier einfach so reinpacken. Ne? Ausgewachsen. 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 Und danke auch nochmal für den Tipp mit der Sense, dass wir halt lieber die Dings nehmen sollten. Das Messer nehmen sollten. Weil die Sense halt immer gleich alles abbaut. Oh, der Roggen braucht noch ewig. Gefühlt. Hier sind die Zwiebeln. Warte, was brauchen die nochmal? Die brauchen Steckrübensamen, Nährstoff N. Also hier wäre N auf jeden Fall vorhanden. Aber das ganze Gemüse hat halt auch Nährstoff N gebraucht, ne? Aber ich glaube, ich ziehe die jetzt mal hier hin um. Die Rüben. Beziehungsweise, wenn die eh N brauchen, dann ist es ja eigentlich Wurst. Das braucht N. Dinkel, Roggen braucht alles N. Lachs braucht K, Karotten brauchen auch K. Und Zwiebeln brauchen P. Ja, ich glaube, dann bleibt uns nicht viel übrig, außer es ein bisschen brach liegen zu lassen. Aber dann nehme ich doch hier noch mit, was geht. Nämlich die vorderen 6 Stück. So. Okay, das ist, glaube ich, der Way to be, ne? Dass wir mal quasi die vorderen 6 auswachsen lassen, dann die hinteren 6, dann die vorderen 6, dann die hinteren 6 und hier hinten rotieren, also die kleineren Felder rotieren wir immer so durch. Ich glaube, so macht das am meisten Sinn. Und den Rest können wir, warte, hier ist alles mit Landwirtschaft, habe ich gesagt, ne? So, das kommt da drauf und dann würde ich, glaube ich, erst gerne nochmal Eintöpfe kochen. So viel, wie es halt geht. Deswegen nehme ich mal die Zwiebeln noch mit. Und auch noch mal ein bisschen so die Johannisbeersträuche, die pflanze ich, glaube ich. Hier den Preiselbeerstrauch auch. Aber hier so dieses riesen Straußgras und so, das schmeiße ich, glaube ich, alles weg. Da haben wir eh viel zu viel Zeug. So, die Wildreben. Wobei, kann man mit Wildreben Wein machen? Ich weiß es gar nicht. Also, die Sträucher packe ich vielleicht hier so hin, ne? Einmal. Und Preiselbeeren fangen wir von der anderen Seite an. Dann haben wir hier wie so eine Art Beerenfarm noch. Eine Bärenfarm, ja, eine Beerenfarm. So, hier kommt das noch wieder rein. Achso, vielleicht sollte ich erstes Kochen in Auftrag geben, dann sind wir ein bisschen effizienter. Sechs passende rein und dann noch 6 Zwiebeln. Okay. 6 Portionen deftiger Steckrüben-Zwiebeleintopf. Wo habe ich Feuerholz? Wenn dann hier wahrscheinlich. Nehme ich mal 5. Das dürfte eigentlich reichen. Und dann wird das hier noch angezündet, dann die Zwiebeln eingelagert und dann müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Dingens noch bekommen, ne?
bisschen Erz. Dann wollen wir doch mal gucken. Warte mal, sieht man das irgendwie? Geologenhammer? Kann man da irgendwo gucken, wie man den nutzt? Erkennt Ablagerungen, die über Konzentration von 2,5% liegen. Kupfer, Quarz, Steinsalz oder Lapislazuli an der Oberfläche werden nicht registriert. Siehe Suchleitfaden. So, okay, ich versuche das mal ein bisschen zu übersetzen. Also, wir müssen, beziehungsweise Kupfer wird ja da gar nicht gesehen, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Also, wir brauchen einige Sachen, um Bronze halt zu holen. Die Prospecting Pick kann uns dabei helfen, die zu suchen. Wir müssen die erstmal schmieden, bla bla bla, das haben wir schon gemacht. Dann... drei Steinblöcke müssen wir... in der Close Proximity, also quasi zum nah aneinander. Ja. Das heißt drei Blöcke, also drei Steinblöcke. Also kann ich jetzt quasi einfach sagen, ich gehe jetzt einfach mal irgendwo hin, so ein kleines Stückchen unterwegs sozusagen. Hier haben wir noch so einen Riesenbovisten. Das klingt irgendwie auch wie so ein Orchestermitglied, ne? So ein Riesenbovist. So. Aber wenigstens wird der Regen mal ein bisschen weniger. Ich nehme mal das Messer, um die abzubauen. Ich glaube, das geht schneller. Weil dann würde ich jetzt nämlich einfach mal... keine Ahnung, hier so hingehen. Oder hinten können wir auch noch gucken, ob wir da vielleicht irgendeine eine Vase haben, die wir kaputt machen können oder sowas. Nope, sieht nicht so aus. Also Kalkstein könnten wir natürlich auch mitnehmen, aber ich glaube, die Spitzhacke würde ich jetzt aktuell gerne für andere Sachen nutzen und deswegen noch nicht... ne, ihr wisst schon. Also jetzt nicht hier quasi kaputt machen, nur um ein bisschen Kalkstein zu holen. Aber sieht nicht aus, als wenn wir irgendwas Lootungsfähiges quasi haben. Aber nicht so wild, weil dann können wir nämlich sagen, wir gehen jetzt hier einmal hin und bauen mal drei von diesen Steinen ab. Ich gucke einfach mal, was passiert, ne? Werkzeugmodus, Adersuchmodus, kurze Reichweite, dichte Suchmodus, große Reichweite, so. Einmal. Probe zu weit vom ersten Messfeld. Wenn du um diesen Punkt herum Proben nimmst, benötigst du zwei weitere Proben. Zwei mehr Proben. Zwei mehr Proben. Okay, so ganz verstehe ich das noch nicht. Rissige Kreide. Muss ich da jetzt vielleicht hier noch irgendwie ein kleines Stück weg? Warte. Zu weit vom ersten Messwert entfernt, okay. Dann vielleicht nur so ein bisschen weiter weg. Ja, warte, ich grab mich mal hier so ein bisschen rein. Na, ich bin mal gespannt. Immer noch zu weit entfernt. Auch noch eine Probe. Okay, wir müssen so ein bisschen weiter weg, und aber nicht zu weit. Verstehe. Also. Zwei Spuren von Erzen. Rosteisen und Bismut. Okay, hier brauchen wir also nicht weiter gucken. Weil 0,67 Promille ist halt schon sehr wenig. Aber vielleicht gehen wir mal da hinten hin. Da haben wir so ein bisschen mehr Stein und sowas auch, ne? Ich glaube, das wäre ein bisschen sinnvoller.
Okay, haben wir auch nicht wirklich viel. Hier haben wir minimal Zinn, Borax. Ne, das ist alles sehr arm, winzige Mengen. Okay, also hier können wir. Ich glaube, hier können wir mal so ein Kreuz oder sowas hinmachen, ne? Was haben wir hier? Achso, oh, das ist sogar gespeichert. Sehr gut. Ja, perfekt. Was will man denn mehr? Ja, dann laufe ich mal ein Stück weiter, ne? Gibt es da noch andere Sachen, auf die man irgendwie aufpassen kann? Also irgendwie, dass man dann sagt, keine Ahnung, wenn so und so das Dings aussieht, die Ebene aussieht oder halt, dass das, wie nennt man das? Nochmal Blei. Das Gelände, das meine ich, das Gelände aussieht, dass man dann das und das beachten soll, um dann irgendwie voranzukommen oder so. Ich weiß nicht, ob es sowas auch gibt. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Händler. Da können wir ja gleich nochmal kurz reinschauen, was der so anbietet. Aber jetzt gucken wir erstmal hier nochmal kurz. Nochmal zwei Proben. Immer noch zwei Proben. Das ist wahrscheinlich wieder zu weit weg, ne? Eine Probe. Anständig, Zink. Okay. Anständig, Zink bringt mich aber auch nicht weiter. Also ich meine, gut, mit Zink können wir Messing herstellen, glaube ich. Also Zink und Kupfer ist ja Messing. Aber wir brauchen halt erstmal Bronze, ist, glaube ich, wichtiger. Weil ich glaube, Bronze ist auch ein bisschen stabiler als Dingens. Wie weit sind wir weg? Probier es mal hier. So. Ja. Also so richtig habe ich das mit dem Abstand noch nicht raus, ne? Mach dich raus aus meiner Leitung, du Birne. Also ich meine die Erde natürlich. Eine Probe noch. Kann ich jetzt hier drüben? Extrem hoch Zinkblende, okay. Ja, aber dann will ich hier trotzdem schon mal ran. Wie kann ich jetzt? Also, jetzt können wir hier Adersuchmodus, genaue Reichweite. Keine Erzader in der Nähe. Da haben wir, glaube ich, angefangen, ne? Keine in der Nähe. Warte mal. Wenn ich jetzt hier ein bisschen bei extrem hoch sich einzugraben, das dürfte doch eigentlich was bringen, oder? Und vor allem kriegen wir dann automatisch auch noch ein bisschen. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt hier relativ weit runtergraben, würde ich mal von ausgehen. Richtung, gucken wir mal. Keine Erzader in der Nähe. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, wir müssen nach unten und nicht nach links oder rechts. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Dann merkt man zwar, okay, hier gibt es irgendwo offenbar ein bisschen Erz, aber man weiß halt immer noch nicht wo. Also muss ich trotzdem halt auf gut Glück irgendwo durchgraben. Und es ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass es einem wenigstens eine Richtung oder sowas anzeigt, sondern sagt einfach nur so, irgendwo hier in der Nähe. Was wir natürlich machen können, ist, wird es jetzt hier stärker? Warte, ich gucke erstmal hier Dichtesuchmodus. Ich brauche nur zwei Proben. Nochmal zwei Proben. Hä, nochmal zwei Proben.
eine Probe. Okay, jetzt grabe ich da erstmal auch rein. Und dann müssen wir nochmal hoch. Wir müssen hier vielleicht auch ein paar Fackeln mitbringen. Weil sonst spawnen hier wahrscheinlich auch irgendwelche Viecher. Extrem hoch Zinkblende. Ist es mehr als vorhin? Warte, wie kann ich denn da? 3,58, 3,45. Acht, vier, fünf. Das heißt, wir müssen mehr in diese Richtung hier, so wie es aussieht. Also erstmal hoch. Mehr hierhin. Weil das bedeutet, wir dürften ja hier jetzt quasi. Ich versuche das gerade so ein bisschen zu eruieren, wie das funktioniert. So. Ich mache das dritte jetzt einfach mal irgendwie hier vielleicht. Na geil, das geht nicht. Na dann vielleicht hier drüben. Das ist zu weit weg, ne? Wahrscheinlich. Ich grab mal hier rein. Immer noch eine Probe. Vielleicht doch hier. Okay, das bedeutet, hier haben wir 8,5, hier haben wir 4,5, hier haben wir 3,4. Das bedeutet, das ist sogar noch weniger. Also muss es hier irgendwo sein, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier nochmal hingehe, dann kann ich gucken, ob das dann quasi in diese Richtung oder in die andere geht. Das ist. Wir müssen das quasi austriangulieren, würde ich sagen, ne? Das klingt irgendwie sinnvoll. Gehe ich vielleicht hier an diese Wand. So, wie schaut es hier aus? Ich hoffe, ich komme da schnell zu irgendeinem Stein. Sorry, dass ich gerade so viel Quatsch und so wenig Timelapses habe, aber irgendwie finde ich es gerade spannend. Und ich habe gerade Bock zu quatschen. Deswegen seht es mir bitte nach. Aber gut, andererseits, dafür schaut man ein Let's Play auch, ne? So. Noch eine Probe. Die holen wir vielleicht hier. Hier dürfen wir gut runterkommen. Und dann müssen wir aber wieder zurück nach Hause, weil es ist, glaube ich, relativ bald schon wieder ziemlich dunkel. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal so drei so Punkte, wo wir dann ein bisschen besser verstehen können, in welche Richtung es geht. Extrem hoch, 3,91. Okay. Das bedeutet, wir suchen hier die Tage weiter, also beziehungsweise morgen dann, also in-game morgen, suchen wir dann weiter. Vielleicht holen wir noch kurz ein paar von diesen Dingern. Und gut, dass es direkt auf der Karte markiert wird mit den ganzen Werten. So, und dann laufen wir mal wieder nach Hause und dann kommen wir auch mit ein paar Fackeln wieder. Und da haben wir den nächsten Morgen. Jetzt können wir auch direkt mal gucken. Oh, Roggen ist ausgewachsen. Zumindest einmal. Weil dann können wir nämlich mal versuchen. Ich weiß, ich wollte
wollte wegen der in Anführungsstrichen Drei-Felder-Wirtschaft ein bisschen gucken, aber ich will unbedingt versuchen, ob wir Tiere fangen können. Deswegen mache ich das trotzdem mal. Und wir brauchen noch ein paar Rohrkolben. Pass auf. Also erstmal esse ich noch mal einmal so Beeren. Und was ich hier hinten mit den Dings mache, weiß ich immer noch nicht. So. Na komm. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, braucht man nämlich Rohrkolben für Fackeln. Und dann gehen wir gleich weiter auf die Erzsuche, würde ich vorschlagen. So, haben wir. War das alles an Rohrkolben, was wir hier haben? Es ist nur noch so wenig. So, ich schau noch mal. Ja gut, hier hinten haben wir halt noch ein bisschen was. Jetzt habe ich die Sträucher mit abgebaut, ne? Wollte ich natürlich nicht. Na gut. Dann schmeißen wir natürlich noch ein paar Sachen weg. Also gerade den Kies zum Beispiel brauchen wir nicht unbedingt. Und da wir am Abend eh wiederkommen, kann ich dann mal. Pass auf. 10-mal Roggenkorn, sehr gut. Und hier kann ich sicherlich auch was reinmachen. Oder auch nicht. Egal, dann lagere ich das unten mal ein. Erstmal zumindest. Hallo. Einmal das Korn, dann werden wir das hier lagern wir ein. Das schmeiße ich weg. Hier aus den Rohrkolben bauen wir gleich noch ein paar Fackeln. Das werden wir dann eine Mine anlegen, dass die auch gut beleuchtet ist und wir keine Viecher fürchten müssen. Aber zunächst kommt mal der Kies weg. Den Kies brauchen wir nämlich nicht. Und den Periodidstein brauchen wir eigentlich auch nicht. Das, wir brauchen nur den Kreidestein. Ach so, und wenn ich gerade übrigens drüber nachdenke. Ist da schon was drin gewesen? Sollten wir das auch mitnehmen, ne? Wenn da jeweils was drin ist. So, jetzt haben wir hier einmal vier Portionen, einmal zwei, einmal eine Portion. Ein deftiger Riesenbovisten-Eintopf. Und dann kommt hier noch das Roggen rein und die Erde. Warte, Roggen brauchen wir. Hier Roggensamen. Und hier. Perfekt. Allerdings brauchen wir noch eine brennende Fackel. Das heißt, ich würde hier mal ganz kurz das hier aufnehmen. Und diese Fackel nochmal anzünden. Doch, das geht. Oder auch nicht. Dann zünde ich diese Fackel hier mal an. Und dann nehme ich nämlich eine brennende mit. Dann können wir nämlich dort auch Fackeln anzünden quasi. So, die hätte ich gerne. Perfekt. Dann nehme ich die mal dahin und pack den Stein einfach mal auch mit hier rein, ne? Fürs Erste jedenfalls. Und hier die Sachen nehme ich natürlich als Vorräte mit. Rot-Johannisbeere, Preiselbeere. Auch wenn wir auf dem Weg sowieso wieder Dinge finden. Also mit Dinge meine ich vor allem halt
Erdbeeren. So. Und da mal wieder los, wieder darunter. Weil Zink, eigentlich brauchen wir Zink gar nicht so dringend. Ne? Vielleicht gehen wir erstmal hier hoch, weil wir wissen jetzt, wie es geht. Weil Zinn wäre halt ganz schön. Zinn und Kupfer wäre, ne? wär nett. Das heißt, wir könnten eigentlich auch eher so in diese Richtung gehen, um zu gucken, ob wir da vielleicht mit Zinn und Kupfer etwas mehr, etwas mehr Glück haben. Vielleicht machen wir es mal so. Ich weiß jetzt, wie man austrianguliert, in etwa jedenfalls. Also von daher dürfte das eigentlich klappen. Ich hoffe nur, die Geologen-Spitzhacke hält uns noch lang genug. Na Mist, jetzt habe ich gerade zwei dumme Sachen gemacht. Und zwar erstens habe ich gedacht, hier das wäre Zinn. Weil ich habe gemerkt, ich habe nämlich Zinn einmal hier markiert. Aber das ist, glaube ich, ziemlich weit oben. Zinnlich weit quasi. Das ist, glaube ich, ziemlich weit oben. Ich würde da trotzdem noch versuchen hinzukommen, um zu gucken, ob wir das Zinn eben ordentlich abbauen können. Aber ich glaube, ich muss mich da fast... Wobei, auf der anderen Seite, das muss ja irgendwo auch am Boden wenigstens sein oder in Bodennähe. Weil sonst hätte ich ja nicht markiert, dass es da Zinn gibt. Sonst hätte ich es ja auch nicht gefunden. Ich habe mich ja nirgends hochgebaut oder sowas. Ich gehe mal hier durch. So. Aua. Okay, was haben wir hier? Ja, vielleicht, oder? Zinnerz, sehr gut. War das ein Zinnerz? Echt jetzt? Oh Mann, jetzt habe ich gedacht, ich bin voll schlau. Und guck hier mal. Weil ich es ja schon markiert habe, aber in dem Fall war das wirklich nur eins. Da oben haben wir nochmal eins, deswegen gehe ich da einmal noch ganz kurz hin. In der Hoffnung, dass wir da wenigstens auf dem Vorkommen treffen. So, Zinnerz. Auch nicht. Ertragsarmer Brocken Kasserit. 5 Einheiten von barren Zinn. Hammer zermalmen, um die Erzklumpen zu extrahieren. Aber lass mal gucken, ob wir hier vielleicht noch mehr haben. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Winzige Mengen von gediegenes Kupfer. Okay, wir haben ja kein großes Zinnvorkommen. So ein Mist. Gehe ich vielleicht mal hier rüber, ne? Da haben wir jetzt noch nichts gefunden. Toll, jetzt habe ich gedacht, voll klug, habe ich mir auch, mit K-L-U-K, ne? Habe ich mir aufgeschrieben, so dass ich weiß, wo ich hin muss. Und jetzt haben wir so für nicht mal irgendwie ein bisschen Zinn. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das dann gemeinsam auch mit dem Kupfer einschmelzen muss. Oder ob man das irgendwie als Barren dann zusammenfügt. Ich gehe mal lieber zum Berg, vielleicht haben wir da etwas mehr Glück. Das müssen wir dann mal gucken. Jetzt haben wir ein bisschen Zinn, vielleicht können wir es dann mal probieren. Muss aber noch mal kurz gucken, was wir dann brauchen, um wirklich Bronze herstellen zu können. Guck mal, hier haben wir auch noch irgendwas. Guck mal da.
Feuerstein. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht so dringend. Na, gucken wir mal. Haben wir denn hier in der Gegend irgendwas? Ich glaube, die Geologenspitzhacke geht halt kaputt, bevor wir da irgendwie mal eine ordentlich große Ader finden. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich 4-5 von brauchen. Ja, hier sehr arm Kupfer. Oh, das ist doof. Das ist richtig doof. Oder mache ich irgendwas falsch? Das will ich natürlich nicht ausschließen. Weil das mit dem Triangulieren quasi, dass man dann, ich sag mal, schaut halt, wo dann. Weil das Ding ist, das glaube ich, das ist nicht mal falsch, aber man muss halt trotzdem erstmal was finden. Das finde ich tatsächlich, also so cool das Spiel insgesamt ist, also nicht falsch verstehen bitte, ich mag das Spiel sehr, sehr gerne, aber ich finde, dass so dieses Erz finden und sowas, das ist schon ein bisschen arg umständlich gemacht. Weil du musst halt wirklich auf gut Glück musst du halt durch die Gegend laufen, um zu schauen, wo du zufällig mal ein bisschen Erz findest. Und da kannst du halt Glück haben und findest direkt beim ersten Mal dann irgendwie 3 Vorkommen oder so. Oder du kannst halt Pech haben, so wie irgendwie ich meistens, so, also gefühlt immer, und findest halt nichts. Aua, hast du mich angegriffen? Warum? Blödes Vieh. Wollte doch gar nichts Böses tun. Mäh. Na, schauen wir mal. Noch ein Pröbsche. Das hole ich mir mal hier. Nein. Oh, das ist echt lästig. Wenn es da bessere Wege gibt, Erze zu finden, dann sag mir bitte Bescheid, weil so finde ich es super, super nervig einfach nur, ehrlich gesagt. Was natürlich sein kann, wenn wir jetzt sagen, hier, wir suchen gerade Kupfererz. So. Kalkstein. Okay, das gibt. Also hier sieht man, was es gibt. In Tonstein. In Granit. Okay, das gibt es aber fast überall. Und Zinn. Zinn. Erz. So. Gibt es in Granit. In Andesit. Das ist auch Granit. In Basalt. In Periodit. In Phyllit. Und in Tonschiefer. Und ansonsten gibt es das gar nicht, ne? Das heißt, wir brauchen bei Kreide gar nicht gucken, sondern müssen halt bei Periodit gucken. Was haben wir denn hier? Oh, Blei. Was brauchen wir denn Blei alles? Blei. Du, du, du. Bleierz, daraus wird gewonnen. Hier, Bleierz. Galenit. Schmilzt zu Bleibarren. Und was können wir damit machen? Zutat für Nachtsichtmaskenstrahler, Bleiverglasung, Bleistückchen, Bleiplatten. Was können wir mit den Bleiplatten machen? Nachtsichtmaske. Also Blei braucht man, glaube ich, so viel nicht mehr, ne? Also erstmal nicht. Aber das aber hier ist schon relativ viel. Das bedeutet, ich würde mal ganz kurz markieren. Blei. Aber Blei ist vielleicht eher das hier. So. Und wir gehen mal ziemlich genau aber in diese Richtung. Beziehungsweise, wir müssen ja Periodit suchen jetzt, ne? Na, ich zoome mal ein bisschen weiter.
Hier hätten wir wieder Zink. Aber halt auch kein Zinn. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warte mal, wir können ja mal gucken. Messing. Was können wir denn aus Messingbarren alles machen? Zutaten für Platte und Reststück. Sehr gut. Tafel, Fackelhalter, Laterne, da können wir halt kaum was draus machen, ne? Wobei aus Bronze, Bronze, ja. Zinnbronze hier. Guck mal, da können wir ja schon viel, viel mehr draus machen. Hier können wir Axtköpfe und so, ne? Also die ganzen Werkzeugsachen und so was können wir halt aus Bronze machen. Das können wir alles aus Messing halt nicht. Ich weiß auch nicht, Messing. Jetzt gebe ich das nochmal kurz ein. Wir können halt Lamellenkettengeflecht. Ja, da können wir kaum was draus machen, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich die Haltbarkeit ehrlich gesagt also auch nicht für Zink verschwenden. Ich meine, im echten Leben ist Messing schon ganz nett, ne? Also keine Frage. Aber hier brauchen wir es halt aktuell nicht. Wir sind auch sehr weit weg von zu Hause. Wir sollten vielleicht hier rum wieder nach Hause gehen, dass wir dann noch ein paar Proben nehmen können. Ich habe jetzt schon ein paar genommen. Ehrlich gesagt nervt mich das ein bisschen, dass es halt so schwierig ist, da irgendwie irgendwelches Metall zu finden. Ich weiß, bei Minecraft kriegt... Ich bin mir erstens nicht ganz sicher, was der gerade so komisch gekräht hat. Und zweitens habe ich die Höhle nicht gesehen. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte den Feuerstein mitnehmen. Uff. Aber ich weiß immer noch nicht, was gekräht hat. So. Hier sind dann allgemein dieser Weg, Richtung müssen wir lang, ne? Dass wir wieder nach Hause kommen, weil ich glaube, es wird auch langsam ein kleines bisschen dunkler. Schon wieder eine Höhle. Boah, ich weiß, wahrscheinlich wäre es sogar am besten, wir gehen halt auf Höhlenforschung, ne? Aber dazu bräuchte ich halt ein bisschen mehr gut gescheite Waffen und vielleicht auch ein bisschen eine Rüstung und sowas, weil da drin ja auch Viecher lauern. Das bedeutet, wir sollten uns vielleicht ein bisschen darauf konzentrieren, sobald wir jetzt nochmal ein bisschen was an Erzen gefunden haben. Also gerade vor allem Kupfer, aber vielleicht sogar auch ein bisschen Zinn, um schon Bronze-Sachen machen zu können. Und dann sollten wir ein bisschen gucken, dass wir dann noch ein paar Hühner fangen, ne? Für Federn. Um Pfeile herzustellen für den Bogen und dann gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Kupfer oder bestenfalls sogar Bronze-Waffen bauen und Kupfer- oder Bronze-Ausrüstung, also Rüstungsteile quasi bauen. Weil dann können wir nämlich bestenfalls es sogar hinbekommen. Was ist das denn? Handbarer Harz in der... Ja, cool. Der arbeitet nicht, der harzt hier unten. Entschuldigung. Und vielleicht sollte ich noch gucken, dass wir ein bisschen Gras bekommen. Warte, wie ist denn der Feuerstarter? Feueranzünder hier. Machen wir zwei Stöcke und einmal Dingens, weil es wird langsam dunkel. Deswegen sollten wir die Fackel vorbereiten. Aber ist es ein Wolf? Oh oh. Da laufe ich lieber noch mal ein Stückchen, bevor wir anfangen. Also ein bisschen Gras geht ja recht schnell. Oder auch nicht. Ist es gerade erst gespawnt? Quasi, wenn wir in die Nähe kommen. Ah ne, wir brauchen halt ein Messer, ne? Warte, aber dann brauchen wir drei Stöcke. Komm schon, ich will doch Stöcke. Ich will nur Stöcke. Haben wir drei? Ne, zwei. Ah, da haben wir jetzt sogar ein paar bekommen. So, einmal.
Dann lege ich einmal ganz kurz das hier. So, daraus mache ich eine Messerklinge. So. Dann gibt es ein Messager. So rum. Und dann gibt es noch einen Feueranzünder. Dann können wir nämlich hier eine Fackel einmal ganz kurz erstmal platzieren und dann anzünden. Perfekt. Darüber, die kommt darüber und dann laufen wir weiter nach Hause. Ich würde jetzt, glaube ich, doch direkt nach Hause laufen und nicht erst noch weiter suchen, weil wir haben einen ziemlich weiten Weg vor uns. Müssen hier so im Grunde genommen relativ gerade hier runter. Und sollten uns beeilen, weil nachts treten natürlich auch mal wieder ein bisschen Viecher auf, ne? Glücklicherweise noch rechtzeitig zu Hause angekommen. Ich habe unterwegs sogar ein bisschen Kupfer gefunden, also 22 Kupfererzsplitter, seht ihr unten in der Leiste. Also mega, mega gut. Ne? Freut mich tatsächlich mega, dass ich da das Kupfer noch irgendwie gefunden habe. Dann haben wir nämlich wenigstens noch ein bisschen was auf Vorrat. Das ist ja schon mal sehr, sehr praktisch. So, jetzt würde ich aber erstmal kurz erstmal noch kurz die hier essen. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch unten einlagern kann. Wobei wir brauchen da sowieso immer sehr, sehr viel davon zum Essen. Und dann haben wir uns satt gegessen und dann würde ich aber hier mal noch ganz kurz das Inventar auf jeden Fall leer machen. Hier ist das Kupfer. Beziehungsweise, warte, das muss eigentlich hier rein, ne? Wenn ich jetzt... Pass auf. Hier haben wir jetzt schon Kupfer drin, ne? Schmelztiegel? Nee. Haben wir noch nicht. Wenn ich das jetzt halt... Och. Enthält festes Kupfer? Der enthält noch gar nichts. Kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, dass wir hier 15 Einheiten Kupfer. Nee. Okay, da müssen wir das wahrscheinlich. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass wir das. Ja, dass wir das Kupfer halt erst, also quasi im Barren verarbeiten müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie. Also halt, ne, klar, Barren schmelzen. Aber dass wir erstmal das Kupfer und das Zinn im Barren verarbeiten müssen und dann erst können wir die Dingens machen, ne? Das Bronze machen, würde ich jetzt mal von ausgehen. So, lass mal hier noch ganz kurz. Topf ist fertig. So, 2, 3, 4. Ah, Mist. 3, so. Und dann hole ich nochmal Zwiebeln und lage den Rest nochmal kurz unten ein. Also brauche ich 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die anderen Sachen packe ich hier mit rein. Auch mal die Beeren. Ne? Ich habe übrigens ein paar Blaubeerbüsche mitgenommen, dass wir da mal ein bisschen abwechseln haben bei den Beeren. Kiefernharz, keine Ahnung, was ich damit machen kann. Also noch nicht. Kommt noch. Kümmere ich mich auch irgendwann demnächst mal drum. 3, so. Dann haben wir hier nämlich auf jeden Fall das schon mal drin. Feuersteine kommen wieder hoch. Beziehungsweise die kommen eigentlich nicht mehr hoch. Ich packe die jetzt auch mal hier mit rein, ne? Weil es ist ja Blödsinn, die da die ganze Zeit hochzutragen in einem Fass, wo ein Feuerstein reinpasst. Also halt nur Feuersteine, so. Und nur Feuersteine reinpassen, das ist ja Bullshit. So, jetzt baue ich hier mal noch ein paar Blaubeersträucher an. So.
nämlich auch wieder los. Den Schmelztiegel nochmal wieder abstellen, die Steine einlagern, weil dann haben wir nämlich das Inventar schon mal wieder ein bisschen geleert, ne? So, hier kommen die Steinsche. Wir müssen Granitstein. Und den Schmelztiegel stelle ich erstmal hier unten ab. Na mega. Na gut, haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft, wenn auch die Erzsuche nicht ganz so erfolgreich ist. Und das soll es schon mal wieder gewesen sein mit dieser Folge. Wir waren so halbwegs erfolgreich, so ein bisschen Erz zu suchen. Wenigstens haben wir so ein bisschen verstanden, worum es geht. Das ist schon mal ganz gut. Und wie man dann austrianguliert und so, dass man dann wenigstens eine Richtung halt hat, ne, in die man sich bewegen muss. Also schon gute Folge gewesen, aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen effizienter werden beim Erzabbau auf jeden Fall. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und vergesst auf jeden Fall nicht ein Like und ein Abo dazulassen, einfach um meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal.